Otherwise, this will literally make no sense. Wenn wir die Schönheit dieses Landes mit der Gemeinheit dieses Staates verrechnen, kommen wir auf den Selbstmord. Und was das heißt, ein Land wie das unsrige mit allen Sinnen zu lieben, gegen einen Staat, der alles unternimmt, um einen zu zerstören, anstatt einem Hilfe zu kommen, wissen wir. Thomas Bernhard, gehen. Nie habe ich die Welt bedrohlicher und verletzender gesehen als auf einem Berggipfel. Während mein Vater ein paar Mal sagte, was für eine Ruhe hier auf dem Gipfel herrsche, eine majestätische Ruhe, sagte er, hielt er es im Grunde vor lauter Unruhe nicht mehr aus. Denn die Unruhe ist dort, wo man die Ruhe am absolutesten erwartet. Und er peinigte sich mehrere Male mit der Äußerung, dass er jetzt in der größten Ruhe sei. Wir alle seien auf einmal in der größten Ruhe. Er forderte meine Mutter fortwährend auf, zu sagen und zuzugeben, dass wir jetzt in der größten und absolutesten Ruhe seien. Und die Mutter sagte auch ein paar Mal, dass wir in der größten und absolutesten Ruhe seien. Wie still, wie ruhig es hier ist, sagte sie. Die allergrößte Ruhe ist hier. Der Aufstieg hatte 8 Stunden gedauert. Die Eltern hatten sich in den Felswinkel aneinander gedrückt und am ganzen Leib gezittert. Der Sturm war so laut, dass ich kaum etwas verstand, wie der Vater sagte, was für eine Ruhe hier herrscht. Okay. Thomas Bernhard, Wiedersehen. Die Aborigines meinen, dass das Land niemals den Menschen gehören kann, sondern dass der Mensch stets dem Land angehört, das durch das kollektive Wirken der Ahnen in der Traumzeit unablässig neu geformt wird. Es findet eine dauernde Modellierung statt. Die Gestalt der Kontinentalplatten gleicht den Erinnerungen eines kosmischen Verstandes, der im Erinnern diese seine geografischen Gedanken adaptiert und verändert. Die Zeit wird zu einer Tätigkeit, besser noch einer Landschaft, die alles, was ein Volk getan hat, kollektiv aufbewahrt. Die Traumzeit ist eben keine wirkliche Form von Zeit, eher Bedingung unseres Selbstverständnisses als Kollektiv. Wir können sie niemals ganz durchschauen. Oder, wie Philip K. Dick sagte, doch meine Erfahrungen bestätigen, dass es einen Zeitfluss gibt, innerhalb der linearen Zeit, der sich entgegensetzt oder in einem Winkel zum normalen Zeitstrom geht. Dieser Zeitfluss erzeugt Umwandlungen um uns herum. Doch das im metaphysischen Sinn Interessante liegt darin, dass diese Umwandlungen für uns nicht wahrnehmbar sind. Denn sobald sie auftreten, glauben wir, es hätte sie schon immer gegeben. Heimat ist der Ort, wo man sich nicht erklären muss, wo man sich einfach daheim fühlt. Und wenn man hier steht und man sieht die Pracht und man sieht die große Herzlichkeit, dann ist man angekommen, dann ist man daheim. Fast jeder hat schon einmal vom Raschow-Effekt gehört. Also, dass verschiedene Personen vollkommen verschiedene Versionen desselben Ereignisses erinnern. Aber es gibt neben dem persönlichen auch einen generationsweisen Raschow-Effekt, der die Geschichten der einzelnen Generationen voneinander trennt. Wir erinnern uns anders an die Ereignisse als unsere Großeltern. Und doch sind beide in ihren dauernden Hin- und Herschwappen verfälscht. Man kann die Ereignisse der Geschichte nicht erzählen, wie sie geschehen sind, weil sich ihre Winkel seitdem stetig geändert haben, wie die Kontinentalplatten, die die nie endende Drift unsichtbar staubt. Die Frage bleibt also, wen wir unsere Erinnerungslandschaften formen lassen. Was mir geht und was ich auch immer gesagt habe, ist, dass es nicht mehr möglich sein soll, im Zusammenhang mit transkontinentalen Wanderungsbewegungen, diesen Entwicklungen nicht einen Riegel vorzuschieben. Das heißt, wir brauchen die Möglichkeit, einen Asylantrag außerhalb europäischen Bodens zu stellen. Das Problem dabei herauszufinden, was in der Vergangenheit geschehen ist, liegt also darin, dass die Realitäten jeder Generation zwar als eine konsistente Version existieren, dass aber dennoch nie etwas Handfestes daraus resultiert. Denn die einzelnen, durch die Zeiten entstandenen Geschichten gleiten übereinander wie die driftenden Erdschichten eines Planeten, der seine endgültige Form nie ganz erreicht. Jede Erinnerung bleibt Lüge. Das heißt, es gibt wohl einen inneren Kern der Geschichte, doch ist er flüssig. Und wir können ihn immer nur indirekt erfahren, weil über diesen die Wirklichkeiten der vor uns Dagewesenen sich noch immer drehen. Was können wir schon aus der Vergangenheit unserer Ahnen lernen, wenn unsere inneren Geografien durch sie geprägt wurden? Und wenn die Bewegungen unserer Familienlandschaften so zu Gebirgen gestaucht hat, dass wir die Welt unserer Großeltern längst in einem anderen Winkel wahrnehmen. Unter uns rotieren die Erzählungen der Toten, die sich verzahnen,
wie die sich gegeneinander stemmenden Räder eines Uhrwerks. Und doch glauben wir weiterhin nur an die in eine Richtung laufende Zeit, die glatte Fläche der Bezifferung. Wir denken, wir hätten die Geschichte verstanden, verfälschen sie aber gerade durch diesen Glauben. Wie der Gleichgewicht herzustellen zwischen Mensch und Umwelt, ja? zwischen Form unserer Landschaft, zwischen der Natur und der Kultur, wie eine biodynamische Landwirtschaft aufzubauen. Und all das widerspricht total, absolut, dieser grünen Ideologie, Multikulti und Wasser. Wir tragen also in uns und ohne es zu merken, noch immer die Gedanken unserer Ahnen spazieren. Die Aborigines meinen, dass diese von der Traumzeit aus über die Landschaft mit uns kommunizieren. Aber auch andersherum. In der Benutzung des Landes, seines Belebens, nehmen wir wiederum Einfluss in die Traumzeit, die endlose Schöpfungsgegenwart unserer Identität als sogenanntes Volk. Die Landschaft ist also niemals neutral oder unschuldig, so wenig wie wir es sind. Wir sind ja identisch mit dieser Landschaft. Wir haben sie ja als Bedingung unter uns gelegt. Die Psychologie hingegen erklärt den Ahnenbezug anders. Es ist bewiesen, dass jene unserer Erinnerungen, die wir vor das vierte Lebensjahr zurückdatieren, jene also, aus denen wir später zu begreifen beginnen, in Wirklichkeit Fälschungen sind und uns nur von anderen später erzählt wurden. Ein kollektives Erinnern, eine kollektive Narration, aber eben auch ein kollektives Vergessen, ein kollektives Sich-Irren in diesem Erzählen. Die wirkliche Frage ist die, wenn uns unsere ersten Erinnerungen nur von unseren Eltern erzählt wurden, dann sind unsere ersten Erinnerungen eigentlich die Erinnerungen unserer Eltern, die uns also als die eigenen erscheinen. Deren Erinnerungen sind jedoch bloß die ihrer eigenen Eltern und so weiter. Was am Ende dieser Gleichung steht, ist, dass wir noch immer die Erinnerungen und Ziele, die Vorstellungen und Visionen unserer Ahnen träumen und es leugnen. Dass wir behaupten, nein, das seien unsere eigenen. Und darin eben liegt die Gefahr, dass das Vergangene auf einmal in uns auftaucht, wie der vorher noch so weit entfernte Gipfel eines Berges, den wir von nahem nicht mehr sehen können, weil wir glauben, es hätte immer schon.